Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich mache heute den Traust du dich Tag. Und wen tagge ich denn? Ich mache das gerade sehr spontan. Traust du dich Tag? Ich tagge Mami von Tami. Okay, ihren Kanal verlinke ich euch unten in der Infobox. Und wir starten mit der ersten Frage. Traust du dich, deinen Schwarm anzusprechen? Ich denke mal jetzt zurück an meine Jugend, als ich noch jung war. Und dann hätte ich mich definitiv nicht getraut, meinen Schwarm anzusprechen. Ich finde aber immer, es ist so ein bisschen situationsbedingt. Es ist schwer, diese Frage so einfach aus dem Stegreif heraus zu beantworten, weil ich finde, es ist was anderes, wenn ich denjenigen schon kenne und er weiß, wer ich bin, oder wenn ich jetzt ihn ansprechen müsste und er mich noch nicht kennen würde. Das macht für mich noch einen Unterschied. Also ich finde es einfacher, jemanden anzusprechen, der weiß, wer ich bin, als jemanden, dem ich völlig fremd bin. Zweite Frage. Traust du dich, vom 10-Meter-Brett zu springen? Definitiv nicht. Also das sind so Aktionen, da bin ich nicht so der Typ für. Traust du dich, einen fremden Menschen auf der Straße anzusprechen? Ja. Also wenn es darum geht, dass ich nach dem Weg fragen muss oder nach der Uhrzeit, keine Ahnung, dann habe ich definitiv kein Problem damit, einen fremden Menschen auf der Straße anzusprechen. Ich finde es eher problematisch, wenn ich jetzt sagen würde, ich sehe auf der Straße einen Typen, den ich total toll finde und plane jetzt, den anzusprechen. Das würde ich wahrscheinlich eher nicht tun. Traust du dich, auf deinem privaten Facebook zu posten, dass du auf der Toilette sitzt und dringend Klopapier brauchst? Ich finde, das hat für mich nicht was mit sich trauen zu tun. Es passt einfach nicht zu mir. Also ich würde es nicht posten. Ich habe Freunde, die das definitiv posten würden, aber na, ich würde es einfach nicht machen. Traust du dich, auf eine öffentliche Frauentoilette zu gehen, wenn die Toilette traust du dich, auf eine öffentliche Männertoilette zu gehen, wenn die Toilette deines Geschlechts überfüllt ist? Habe ich auch schon gemacht. Da waren wir auf Studienreise und sind an die Côte d'Azur gefahren im Bus. Und da war es einfach so, dass wenn wir Rast gemacht haben, an den Frauentoiletten einfach immer eine Riesenschlange war. Und bei den Männern war nichts los, bin ich einfach auf die Männertoilette gegangen. Damals war das natürlich ein bisschen peinlich, war es mir in dem Moment eigentlich gar nicht. Aber ich war halt, die hatten halt eine geschlossene Kabine, da war ich halt drin und dann noch zwei Pissoirs und an einem davon stand dann halt der Typ, auf den ich damals gestanden habe. Aber ich fand mich mutig. So. Traust du dich, dir alleine einen mega gruseligen Horrorfilm anzusehen? Das ist immer nicht geplant, wenn ich das mache. Also jetzt passiert es mir nicht mehr, weil ich so spät, wenn diese Filme im Fernsehen laufen, gar nicht mehr wach bin. Aber früher ist mir das manchmal passiert, dass ich so gesäppt habe, spät abends und an so einem Film hängen geblieben bin. Und ich habe immer wieder weggeschalten, weil es mir zu gruselig war und immer wieder hingeschalten, weil ich doch wissen wollte, wie es ausgeht. Aber jetzt so mich bewusst hinzusetzen und einen gruseligen Horrorfilm zu gucken, würde ich nur mit einer anderen Person machen, allein schon mal gar nicht. Interessiert mich auch ehrlich gesagt gar nicht so sehr Horror. Du hast eine Wette verloren. Traust du dich, in einem pinken Taucheranzug über den Weihnachtsmarkt zu schlendern? Ich hätte ja schon gar nicht der Wette zugestimmt, wenn das dann die Wettschuld gewesen wäre. Also nein, würde ich nicht machen. Du musst nachsitzen, weil du eine Schulstunde heimlich geschwänzt hast. Traust du dich, deinen Eltern die Wahrheit zu sagen? Hättest du dich damals getraut? Ja, hätte ich jetzt kein Problem damit, das dann auch zuzugeben. Ich habe allerdings nie geschwänzt. Du hast den Geburtstag deiner Mutter vergessen und hast kein Geschenk. Traust du dich, Blumen aus dem Vorgarten eurer Nachbarn zu klauen? Also mir ist noch nie passiert, dass ich den Geburtstag meiner Mutter vergessen habe. Dementsprechend ist es doch noch nie vorgekommen, dass ich kein Geschenk für sie hatte. Ich hätte allerdings eher Blumen aus unserem eigenen Garten geholt, als dann doch bei den Nachbarn. Das hätte ich nicht gemacht. Traust du dich, dich hypnotisieren zu lassen? Ich würde es ehrlich gesagt sehr, sehr gerne mal ausprobieren, ob das wirklich bei jedem einfach so funktioniert, ob man sich so fallen lassen kann, würde ich sehr, sehr gerne mal machen. Traust du dich, bei einer Nachtwanderung über den Friedhof zu gehen? Wäre ich sofort dabei. Absolut. Du wirst im Musikunterricht ermahnt und musst ein Lied alleine vor der Klasse vorsingen. Traust du dich? Ich habe seit 8 Jahren, glaube ich, keinen Musikunterricht mehr gehabt. Seit 8 Jahren?
ja, seit 7 oder 8, nee, seit 8 Jahren keinen Musikunterricht mehr gehabt. Ich war allerdings in mehreren Chören in der Schulzeit und habe daher definitiv kein Problem, alleine ein Lied singen zu müssen. Traust du dich, dir deine Haare von deiner besten Freundin schneiden zu lassen, beziehungsweise von deinem besten Freund? Also ich muss sagen, mein bester Freund, mein Ehemann, hat mir schon die Haare gefärbt. Also er hat zum allerersten Mal irgendjemandem Haare gefärbt und ich war das halt und da habe ich mich getraut. Und ich würde mir auch Haare schneiden lassen von jemand, Freunden. Hätte ich kein Problem damit. Ich bin da nicht so zimperlich. Du machst Urlaub in China und läufst über einen Markt. Traust du dich, Insekten zu essen? Ich würde es interessehalber mal ausprobieren, ehrlich gesagt. Es kommt immer noch ein bisschen drauf an, wie die dann aussehen. Ich würde mir irgendwas aussehen, wo man nicht ganz genau mehr erkennt, dass es ein Insekt war. Aber ich würde es gerne mal testen. Und die letzte Frage schon. Dein bester Freund stinkt nach Schweiß. Traust du dich, ihm zu sagen, dass er Deo benutzen soll? Immer. Ich habe kein Problem damit, das Leuten zu sagen. Ich sage das meinem Mann auch. Also mein Mann ist mein bester Freund. Also ich sage dem das, wenn das so ist. Weil warum sollte ich es ihm nicht sagen? Ist ja nur unangenehm für ihn. Also ich helfe ihm ja damit. Also ja, das traue ich mich definitiv. Ja, das war der Traust du dich Tag. Wie gesagt, ich tagge Mami von Tammy. Ich bin ganz gespannt. Ich glaube, freitags kommen bei ihr immer die Tag-Videos. Und ja, wir sehen uns dann ganz bald wieder bei meinem nächsten Video. Die Fragen sind übrigens unten in der Infobox verlinkt. Also, wenn sich jemand anderes noch gerne an dem Tag beteiligen möchte, sehr, sehr gerne. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss!